Jetzt habe ich natürlich meine Sprenggranate weggeschmissen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob ich hier trotzdem durchkomme. Weil gerade ging es ja nicht. Gut, also. War klar. Damit puste ich mir hier alles frei. Alles auf ihn. Also runter. Und abfedern den Weg. Da sind viele von diesen komischen Gnüpsmix. Den Glubschis. Licht aus, Mist. Vergessen. Hell genug für euch? Danke. Scheint so. Ups. Nein, auf das Fass haue ich nicht drauf, weil das macht nämlich dann Bumm. Muss man solche Spiele immer in der Nacht spielen? Ich fand das gemein. Nur weil man gerne sieht, wie man sich gruselt. Ist ja richtig. Soll ja zum Gruseln sein. Aber wenn ich das noch so recht in Erinnerung habe, war das tagsüber die Passagen, die es zumindest damals im Half-Life gab, waren die Granate. Versuche gerade so ein bisschen zu hören, ob es irgendwas zu hören gibt. Aber ich werde sowieso wieder das Wichtige übersehen. Da ist eine Schieß-mich-Einheit. Nicht unter Strom. Doch! Ich dachte, das Ding wäre aus da hinten. War links nicht aus und rechts war an. Da drauf gucke. Die Zahlen gehen von links hoch, von links klein auf rechts hoch. Ne? 25, 50, 75, 100. Bin mir nicht sicher, ob ich die brauche. Weil ich vermute, wenn ich Licht anmachen werde, dann geht hier richtig die Lutschi ab. Oh, totes Kabel. Nee. Ja, ist gut. Bräuchte ich. Muss jetzt erstmal einmal schauen, kurz wo die ganzen Kabel hingehen. Da haben wir ein schwarzes Kabel. Das geht an den Strahlemann und Söhne. Also, Riesenbeleuchtung in diese Richtung. Und jetzt müssen wir noch das Rote einmal ganz kurz eruieren, wo das hinläuft. Du guckst nach da, während ich nach rechts gucke. Da geht das Kabel weiter. Da geht's weiter. Tja, das macht dann wahrscheinlich die Tür da hinten auf. Nee, noch macht's gar nichts. Okay, also. Stecker da rein. Jetzt wird es wahrscheinlich die Tür aufmachen. Vermute ich mal.
Da war richtig, konnten wir nicht rein. Nein, Beton brauchen wir jetzt im Moment auch nicht machen. Weil die Bauarbeiten darf ein anderer machen. Das werden wir nicht tun. Da oben. Okay, hier können wir was sprengen lassen. Die sind unten wahrscheinlich sinnvoller. Bin mir nicht sicher, ob hier von unten auch was kommt. Ich mach's mir mal ganz einfach. Stell dir mal hinten vor die Tür. Ja, vor die Tür. Ihr wisst, was ich meine. So, dass ich dann halt da drauf schießen kann. Da haben wir, da haben wir. SMG, Maschinenpistole. Ich glaube, die werde ich nie. So, was meint ihr denn? Kommen die Gegner alle von da? Ja, ne? Nicht, dass da von oben was runterpurzelt. Das wäre noch so meine Überlegung. Gut. Ich denke, wir haben alles. Ich glaube, da kann ich noch mal eben bunkern. Es war doch wieder so eins, halten Sie mich gedrückt und dann gehe ich auf, ne? Gut, dann. Nee, halt. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Ich weiß nicht, ob da welche kommen, die auch schießen. Und wenn ich dann hier meine, meine Position einnehme, wobei ich hier eigentlich gar nicht gesichert bin, sehe ich gerade mal, ne? Schränke ich mich hier hinter. Gut, das geht. Los geht's. Ui, wie spannend. Da! Na, warum schießt ihr nicht hier, Heinis? Hallo, schieß mal. Okay. Das war's dann wohl. Dann scheinen die wohl leer zu sein, die Dinger. Ja, okay, also. Kontrollier nochmal, aber dann scheinen die Dinger ja gar keinen Sinn zu haben. Mist. Oje. Oje und Mini. Na gut. Dann an. Da unten kommt der erste angerannt. Jetzt machen wir da aus. Ist abgebrochen, natürlich. War doch klar. Da, komm her. Wird doch spannend. Ich da mal hoch. Ein hoch. So. Ups. Okay. Teil 1. Teil 2. Ups. So.
So, das jetzt. Ja, es ist gut. Hilfe! Hatte ich das schon erwähnt? Nein, ne? Ich bin gerade viel zu konzentriert, um Hilfe zu schreien. So. Ich vermute mal, ich muss hier direkt durch, oder? Hilfe! Lass mich hier durch! Was muss ich machen? Ich habe nur noch 5 Lebenspunkte! Bin ich hier in Sicherheit? Muss mal relaxen. Ach, ich hab vergessen, Mensch, ich kann doch. Kann ich mich hier raussprengen? Springen? Nee, ich bin hier nicht im Dunkeln. Gut, ich muss das anders angehen. Was muss ich denn generell wohl machen? Vielleicht ist das kleine Treppenhaus dahinter jetzt unter Strom. Vielleicht ist. So, vielleicht ist das Treppenhaus hier dann unter Strom, wenn ich hier das Ding anmache und ich komme hier raus. Ich werde aber jetzt im Vorfeld, bevor jetzt der ganze Stress losgeht. Werde ich mich mal selber killen. Nein, ich wollte natürlich testen, wie hoch ich jetzt komme. Also, ich komme nicht so hoch, dass ich hier rausspringen kann. Das geht nicht. Das kann ich als Waffe nutzen. Ich meine, ich hatte gerade schon einmal gesehen, dass die Dinger losgekuxelt sind, aber nicht rigoros den Gedankengang weitergeführt. Also hier. Doch, geht. Nicht da auf. Push! Warte, habe ich die Waffe leer geschossen? Kann doch nicht sein. Ich schieße doch meine Waffen nicht leer hier. Vom Leibe halten. Aber ich weiß noch nicht so ganz wie. Das ist eine Möglichkeit. So, springt da unten alles weg. Sehr gut. Ach, Menno. Ich habe nicht gesehen, dass ich.
Also gut. Da muss ich irgendwie hin. Dum. Ob ich mich vielleicht im Vorfeld verbarrikadieren kann. Das werde ich jetzt einmal noch austesten. Und zwar. Ups. Naja, nicht wirklich effektiv, sage ich jetzt mal so. Wollte vielleicht da auf den Kran, dass ich dann nicht da angepisst werden kann. Scheint auch nicht zu funktionieren. Gut, dann werde ich jetzt mal die SMG nehmen. Okay, die hat ja mal gar keine Durchschlagskraft. Meine Güte, die sind aber hartnäckig. Die sind nervig. Die großen und die langsamen, da mache ich mir nicht so einen Kopf drum. Hilfe! Brauche ich mal wieder Hilfe? Ich renne hier rum, ich renne hier rum, ich renne hier rum. Ich brauche Hilfe. Doch, nein, das geht nicht. So. Nein! Oh, diesen kleinen Heuschubser da, den habe ich nicht gesehen. So, kommen noch ein paar mehr hier runter. Sehr gut. Oh, geh weg. Blums. Also auf jeden Fall hierhin locken, das scheint schon mal eine gute Möglichkeit zu sein. Weil die halt gezielt und einzeln runterkommen. Zumindest bis auf die Jumper. Dann ich hier mal ein bisschen was verteilen. Och, ja. Super Idee. Super Idee, super Idee, super Idee.
Aus diesem Zun Loch kommen die. What? Fracture detected. Minor lacerations detected. Ah, sehr gut. Okay, der letzte war jetzt Absicht. Da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Das Ding kann dich ja so in Schwingung versetzen und als Waffe nutzen. Cool. Man lernt nicht aus. Werde ich dann auch wieder Vorkampfbeginn natürlich machen. Und Rotation einleiten. Und ich darf jetzt natürlich selber von dem Ding nicht getroffen werden. Aber ich denke mal, das gibt mir eine gute Protection. Ich hoffe mal, dass jetzt auch die Viecher darunter leiden. Na, kommt her. Ja, sehr gut, die kriegen auch da ordentlich einfach die Nuss. Okay, bewegen muss ich mich trotzdem. Ich hatte jetzt gedacht, ich könnte mich da oben einigeln und dann ein bisschen Happy Camper spielen, aber das scheint nicht zu gehen. Zünde! Sehr gut. Blöder Sack. Piss mich hier wieder. Und tschüss. Und ab hier. Oh! Ja, ich habe nicht gesehen, dass die hier alle schon sind. Ich kam da gerade tatsächlich ein. Ein Erste-Hilfe-Pack angeflogen. Lass mich. Ach, ich will doch nur da raus. Oh, das ist blöd. Also. Also die Dinger auf jeden Fall schon mal in Schwingung versetzen. Scheint wirklich ordentlich Dampf zu machen. So. Damit haben wir da eine schöne Rotation drin. Das gleiche machen wir jetzt hier auch. Und los geht's. Das heißt, die ersten Schüsse, die werde ich jetzt auch hier mit der kleinen Schrubschi machen. Da kann ich die eventuell okay, da wollte ich nicht hin. Tschüss. Lass euch ja allein. Ist ja gut. Ganz ruhig. Ja, das geht gut. So geht's gut. Ich weiß nicht, wie viel Schussmunition dieses Viech generell hat. Wo
Okay, aber eine Reichweite hat das. Das heißt, ich brauche gar nicht nah dran. Warum habe ich denn den Fehler gemacht? Habe immer gedacht, das wäre eine Nahkampfwaffe. Ich Schnösel. Und da ist auch die Anzeige für, wann ich wieder aufladen muss. Denke mal in der Mitte rechter Balken. Jetzt mal so meine Vermutung. Komm, lauf, renn. So, geh los, komm. Zack. So, gut. Hier kann ich nichts machen. Bumm. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich ein bisschen länger durchhalte. Die Gegner alle weg. Habe ich das überstanden? Juppie! Nicht erschrecken. Komisch. Beim ersten Mal war es noch richtig erschreckend. Und jetzt gar nicht. Gut, ich habe nicht mitgezählt. Alle guten Dinge waren 4, glaube ich, oder so. Oder 5. Wer baut denn so eine Treppe? Seid ihr blöd? Muss ich doch wieder dieses komische Spring-Dingens ausprobieren, oder? Wünsche euch was? Ach, da unten sind doch noch Gegner gewesen. Egal, die haben Glück. Dann geht's weiter. Die Oberwelt. Da ist das Geräusch. Wo ist er? Da. Schon gesagt, ich liebe das Geräusch. Ne? So, dann kommt da jetzt bestimmt gleich wieder ein Ladescreen. Halt, vergessen hier. Aus den Augenwinkeln sah das nur so aus, als ob. Zwei Etappen. Einmal das Ding in da oben wegsprengen. Und dann mich wahrscheinlich da hoch katapultieren oder so. Nö. Hm.
Mann, ist das alles kompliziert. Ich bin draußen. Ich hab's geschafft, ich bin draußen. Nur was habe ich davon? Ja, ich fühle mich da unten immer so ein bisschen eingeengt. Also, ich finde es schon ganz cool, wenn man hier außen ist, wo man sich eventuell ein bisschen bewegen kann. Aber überall gibt es hier diese komischen Zäune und Mauern und Gebäude und hast du nicht gesehen? Da ist echt schwierig. Immer schön im Schutz des Hauses. Okay, da ist zu. Mutter, das wird jetzt häufiger sein, dass ich mich mit dieser Kanone da irgendwo hinschießen muss oder so. Um weiterzukommen. Ach so. Gut, auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen, dass ich ja auch die, oder hätte ich bei der ersten Runde schon machen können, dass ich die Wände ja eventuell auch kaputt machen kann. Ja, ist klar. Gib so einem Typen wie mir einen Raketenwerfer. Seid ihr blöd? Kann doch mit dem Raketenwerfer eh nicht umgehen. Kann ich das nur, oder habe ich gerade eine Alarmsirene gehört? Was explodiert. Da knurrt mein Magen. So, hier steht wieder was. Okay. Also, bei den Tafeln gilt natürlich Gleiches wie immer. Pausiert, wenn ihr das lesen wollt. Ich nehme sie mit, damit ihr es natürlich lesen könnt, ganz klar. Gut, du hattest nichts mehr bei. Toll, hier liegen leere Munitionshülsen rum. Okay, also wo muss ich durch? Ich denke durch die... Hier durch. Da hängt ein Typ mit einer Armbrust vom Dach. Der will bestimmt ein Dino zähmen. Nein, falsches Spiel. So, weg. La 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 la. Nicht immer so die Parallelen ziehen zu einem anderen Spiel. Okay, es fliegt alles von der Decke, von der Wände und hast du nicht gesehen. Nur, die Fenster nicht. Oh, der hat aber einiges ausgehalten. Okay, ich habe ihm auf jeden Fall dieses komische Viech vom Kopf geschossen. Und der Typ sagt nicht mal Danke. Die Tür bleibt trotzdem zu. Okay, do, okay. Dann geht's weiter hier. Ich glaube, ich nehme die Waffe gar nicht mehr runter. Die scheint cool zu sein.